Wir machen mal ein paar Übungen dazu zu dem vorigen Video, also zu der grundsätzlichen Vorgehensweise. Jetzt zu Hause ganz einfach gucken. Ich gebe einen Tipp: 30 und 23, ich muss hier eine andere Einteilung wählen. Und dann legt mal los nach der Vorgehensweise. Wiederholt das, was ihr eben gerade angeschaut habt, und drückt jetzt die Pause-Taste. Nachdem die Pause-Taste wieder gedrückt wird, kommt die Auflösung. So, jetzt zur Auflösung. Also, so sehen die Graphen aus. Ach so, ich muss noch was sagen zu dem vorigen Video. Da hatten wir vergessen, die Nullstellen auszurechnen. Ist nicht schlimm, haben wir hier gemacht. So sehen die Graphen aus. Abwärts. Andere Einteilung. Zehner-Schritte nehmen. Ne? So. Und wir haben entsprechende Werte raus. Gucken, Pause-Taste drücken. Das muss ungefähr rauskommen. Und raus kam dann. Der Schnittpunkt muss heißen, also hier habe ich den Y-Wert und der heißt 376 Neuntel. Das wären rund 42. Gucken wir mal nach, haben wir es richtig? Den Y-Wert. Und jetzt sehen wir schon, da hat was nicht funktioniert, ne? Also, hier muss was mit rund 40 rauskommen. Oder wir haben uns verrechnet. Wobei ich glaube, hier in diesem Fall ist was anderes passiert. Also, irgendwas mit diesem Wert und der andere Schnittpunkt, der X-Wert, der muss dann auch noch rauskommen. Gut, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. X0 und so weiter. Wir üben dann später weiter.